Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück in Watch Dogs. Ich muss viel erzählen, denn es ist auch viel passiert seit meiner letzten Session. Denn der Patch von Ubisoft ist erschienen, aber nicht nur der Patch von Ubisoft, auch eine Mod, die ja durch die Gamer-Gemeinde gegangen ist, The Wars Mod ist erschienen, die ja auch diese Roglage angeblich verbessern soll und vor allem noch viel mehr Effekte freischalten sollte, die, da ja das Spiel Watch Dogs auch jetzt ziemlich offiziell downgegradet wurde, die PC-Version zumindest. Also das heißt, dass die PC-Version den Konsolenversionen ein bisschen angepasst wurde, damit sie nicht ganz so geil aussieht und somit etwas Gleichgewicht ins Universum bringen sollte, glaube ich. So habe ich das zumindest verstanden. Aber mit der Mod von dem guten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, der Modder, ich weiß nur, dass es The Worst Mod heißt. Mit dieser Mod haben jetzt diese Effekte, die in der E3-Demo zu sehen war, wieder freigeschaltet. Die Daten waren nämlich noch im Spiel selbst enthalten, nur versteckt. Und somit haben wir sie entfesselt und nun können wir auch diese genießen. Ich habe die neueste Version, die 0.8, davon der Wars Mod installiert. Den Patch von Ubisoft, von daher soll die Roglage auch etwas sich in Grenzen halten. Ich habe jetzt nur Sorgen, dass aufgrund der neuen Effekte mir das Spiel etwas ruckelt. Aber naja, das werden wir sehen. Viel kann man so von den Effekten gar nicht erst sehen. Ich meine, die Schatten-Action nachts und die Lichter, das ist auf jeden Fall neu. Das haben wir ja vorher nicht gehabt. Und ansonsten müssen wir mal auf Regen warten, denn dann das wird sich auch einiges äußern an Effekten. Was tue ich eigentlich jetzt? Das will ich gar nicht machen. Und bis jetzt ist die Roglage ziemlich in Ordnung. Wir hören uns hier mal ein bisschen um. Ich will so eigentlich ziemlich zügig mit der Main Quest weitermachen, die sich hier unten befindet. Aber ich will mich jetzt hier nochmal erst zum Einfinden wieder, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt, mich hier mal etwas umschauen. Okay, das funktioniert noch. Sehr schön. Dann holen wir mal das Handy raus. Den hacken wir mal. Ungeheuer, sein Kind sei das Machwort. Und sein Vater sei in der Klapsmühle. Die Kleidung, die sind das durchschauen doch alle. Hat sich sogar du kannst dich nicht bei der kleinen Kiste jemand anderes verwandeln. Zwischen den hier Beinen durchschauen sie dich. Mir egal. Sogar diese. Hier egal. Also wirklich, früher hast du so ein Mist nicht gesagt. Recht eng hier. Okay, jetzt blöd habe ich das unterbrochen. Oh, die gute Frau will da durch, dann mache ich die Poller doch nochmal runter. So freundlich bin ich ja. Ist lustig, wie die hier auf diesen Kisten sitzen, vor diesem Schild, und sich einen schönen Nachmittag machen. Es ist auch Nachmittag, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. So, hier ist auch nichts. Fixauftrag, nein. Bankkonto brauche ich auch nicht. Na gut, dann nehme ich jetzt doch mal den Laster hier, oder den Kleinwagen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu unserem Ziel. Und die erste Fahrt, und ich bin gespannt, wie es mit der Roglage aussieht. Es ist endlich ein anderes Spielgefühl. Ein flüssigeres. Oh, Entschuldigung. Bäm, sieht schon mal sehr gut aus. Und ich merke gerade, dass ich gar keine Karte habe. Und warum habe ich keine Karte? Das kann ich euch sagen, denn ich habe etwas herumexperimentiert. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Also was ich sagen wollte ist, ich habe mit dem Spiel etwas herumexperimentiert im Zuge der Mod-Installation und habe die Karte und so deaktiviert, damit ich hier ein klares Bild habe, ein Clean Feed sozusagen. Und ja, jetzt muss ich hier leider unter kurz unterbrechen bei dem guten Mann hier am Mülleimer und muss sagen, dass wir uns ja gleich hier wiedersehen, denn ich muss das ganze Zeug erstmal wieder aktivieren. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück und wir sehen rechts unten die Minimap. Ist da. Also, somit können wir noch arbeiten. Das heißt, da drüben ist unser Weg. Der Pfand heißt die nächste Mission. Und ja, wir sind jetzt hier in Damiens Auftrag unterwegs, der sich ja an unserer Schwester vergriffen hat. Den kleinen Jax konnten wir retten. Den kleinen Jackson. Oder was heißt retten? Zumindest mal außer Gefahr bringen. Das war ganz gut. Aber jetzt machen wir uns doch auf hier. Unser Old Motel sehe ich gerade. Das sind wir ja wieder. Jetzt erkenne ich es wieder. Unser gutes altes Old Motel, wo wir gestartet sind. Hä, nice. Okay. Also wie ihr seht, ne, ist das Spiel sehr mod- oder beziehungsweise bearbeitungsfähig. Hey, weißt du, was digitale Trips sind? Ja, danke, ich weiß, was digitale Trips sind. Ich habe schon zwei hinter mir und den nächsten kümmere ich mich später irgendwann. Und von daher ist es
kommt die Hoffnung einer Ego-Perspektive immer näher, einer Ego-Perspektiven-Mod. Lustiger Fakt übrigens, in der Zeit, in der ich das ansprach mit dieser Ego-Perspektive, habe ich gelesen, dass in GTA 5 jetzt auch eine Ego-Perspektiven-Mod erstellt wurde, also anscheinend für die PlayStation oder so. Finde ich äußerst interessant. Im Herbst diesen Jahres, 2014, soll ja dann die PC-Version erscheinen von GTA 5. Und da wird die Mod hoffentlich auch zur Verfügung stehen. Das ist nämlich äußerst interessant. So, dann wollen wir mal hier in unserem Appartement hier die Mission weiterverfolgen. Ich frage mich nur, warum sie uns hier in unser Appartement hinführt. Akt 2, der Pfand. Dieser Hurensohn. Verdammter Melodjob. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Ohren zu halten. Oh Gott. Ich hab ihn. Das war ein Kopfschuss. Sehr schön. Da ist die Kacke aber auch nicht am Dampfen hier. Verteidigen Sie Clara gegen die Angreifer. Ja, ja. Ah, okay, ich sehe schon. Den habe ich. Rechts muss einer sein. Shit. Nein! Schon verkackt, hey, nicht schlecht. Also gut, das muss hier schnell gehen. Oder so schnell wie möglich zumindest. In diesem Zeitlupenmodus. Aber auf jeden Fall. Wo ist dein Auto? Hier lang! Bin ich schon mal in Deckung? Da drüben! Ja. Der hier ist. Ach, guck mal, ein Maschinengewehrchen. Das nehme ich mir doch mal schön mit hier. Okay, jetzt können wir mal in Ruhe hier arbeiten. Woll. Oh fuck. Die schießen aber ziemlich hart. Komm mal, hol dich mal, Aiden. Der liegt noch am Boden. Okay. Ich habe keine Zeitlupe mehr. Nachladen wäre mal nicht schlecht. Oh, die Clara hier, die macht tatkräftig mit hier. Die mischt ordentlich mit. So, erwischt. Oben ist noch einer. So. Clara, mach mal ein bisschen langsamer. Ich soll dich ja verteidigen hier. Oh! Kann ich hier irgendwas arbeiten? Nee, kann ich nicht. Da kann ich nichts machen, aber Flint ist auf jeden Fall einer. Nice to know. Ach, komm schon. Nein, warum? Ach, komm schon, wer schießt denn hier auf mich? Der hat mich doch nicht treffen können. Ach so, das ist scheiß Geländer.
Ich glaube, das Geländer war zerstört. Das heißt, meine Deckung war im Arsch. Okay, das kann jetzt hier ein bisschen dauern. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen in die ganze Geschichte hier. Machen wir erstmal hier... Oh Gott, wie war denn das? Nein. Ah ja, hier, genau so. So. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Boom hat's hier gemacht. Oh, jetzt habe ich die blöde Shotgun hier ausgewählt. Wie behindert. Oh. Schlechter Schütze. Aber ganz schlechter Schütze. So, boom. Ein Schuss, zwei Schuss. Das nenne ich ein Schützen. Da unten schießt er. Da oben. Da oben immer der, hey. Der schießt auch nicht schlecht. Ach komm jetzt. Also, Aiden hält ja gar nichts aus. Das ist ja Wahnsinn. Jesus Maria, das ist ja schon ein bisschen lästig jetzt. Also gut, ich muss ja Clara beschützen. Aber dass ich so wenig aushalte, ist natürlich schlecht. Für eine solche Situation. Den kriege ich jetzt mal mit. Komm. So, dann habe ich... Der Balkon! Ja, du machst Sachen. Ja, das Geländer, ich sehe schon hier. Das Holz geht kaputt. Da kann man sich leicht, Das Motelschild! Ja, ist klar, das Motelschild. Was soll ich denn da machen? Welches meint ihr denn jetzt? Meint ihr das Logo hier, oder was? Wo schießt sie denn? Da hinten ist einer. Oh, ich bin wieder fast tot. Unglaublich. Guck mal, da kommt der nächste. Konsorte. Boah, jetzt liegen aber die Fetzen. Der Nazi da oben, der muss mal weg jetzt hier. Oh Gott. Was ist aber auch für eine blöde Waffe hier wieder? Ich hol die hier. Komm raus. Streck das Köpfchen raus. Das gibt's ja nicht. So, den hab ich. Du bist der Nächste. Mach das! Los! Nein! Jetzt geht da unten die Post ab. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Du entkommst nicht! Sind da! Wir machen das! Achtung! Was ist auf der Straße? Okay, lass mich mal kurz überlegen hier. Den hier und dann den hier. Bisschen kaputt machen hier. Oh Gott, das war ja sehr enthusiastisch. Da hinten kommt der Nächste, angerauscht. Ja, weg hier. Schnell hinter die Steinmauer. Ja, die Kameras. Okay, ich hab's gecheckt. Aber da kann ich ja nichts machen hier, verdammt. Da ist nichts los. Gehen wir mal in die Kamera. Da ist auch nichts los. Die haben keine Bomben bei sich, das heißt, ich kann hier gar nichts machen. Ich muss die manuell abmuxen. Da geht leider nichts. Sorry, Aiden. Danke für den Tipp, aber das war nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das nächste Granitchen muss her. So. Er hat das Bummi gemacht. Komm schon. Oh, shit. So, schön durch die Scheiben. Alles klar. Jetzt mal schön die Füße still hier. Okay. Oh, was schön, die Klöten. Das tut mir leid. Jetzt sind die oben auf dem Hotel. Oh, da ist ein Scharfschütze. Ein Schütze der Schärfe. Hab ich. Nein, weg hier. Vorsicht. Da ist der Nächste. Komm weiter. Fast geschafft. Chris! Ja. Fress das. Wie gut, dass ich so viele Granaten dabei habe. Oh shit. Keine Munition mehr.
Doch, ich hab Munition. Warum schießt er denn nicht? Why is he not shooting? So. So, Hammer, oder? Alles ist gut. Alles ist gut. Ne, da hinten ist noch einer. Einer ist noch da anscheinend. Der muss noch weg. Der Konsorte. Wo ist denn der? Vorsicht. Ah, oben auf dem Dach. Okay, so. Komm schon. Oh, Vorsicht. Kopf unten lassen, Aiden. Oh, shit. Ist aber ganz schön knapp hier. Oh, erwischt. Geht's noch weiter? Nee. Sie steht. Clever wird ihnen nun folgen. Okay, ich muss erstmal weg hier. Was wollen die denn? Wer sind die? Hier kommt Verstärkung. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig. Ich bring uns raus. Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Oh, shit. Wo muss ich denn hin hier, bitte? Da kann ich nicht mehr rein. Shit, shit, shit. Ich muss... Ach, natürlich, ich muss hoch. For fuck. Kann ich denn doch irgendwo hier hoch? Hier hinten, nee, oder? Da ist ein Treppenhaus zumindest. Ich rush mal hin. Ich muss mal hinrushen. Schnell, schnell, schnell. Nee, es geht nicht weiter hoch. Doch, hier geht's hoch. Sehr gut. Dann können wir übers Dach gehen. Das ist reine Sache. Clever, ich hoffe, du kannst mithalten irgendwie. Okay, sie hält nicht mit. Escort-Mission. Hass, 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 aber ich sehe sie da unten. I can see her. Oh, Kulta, wo kommst du? Wo kommt der denn bitte her? Ich bin eben gerade hier entlang gelaufen. Wie kann das denn sein? So, schnell. Ganz schönes Drama hier. Action! Ayura, Action hier! Und drüber hier. Komm schon. Da hinten runter wieder. Kann ich hier einfach runter? Die gute Clara wird mich hinterher springen wollen wahrscheinlich. Komm schon. Clara, komm. Ich muss hier vermutlich... Oh Gott, ich... Clara? Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Komm schnell. Lass dich nicht hier aufhalten. Komm, komm, komm. Wir sind zum Auto hier. Schätze ich mal. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle. Okay, was soll... Oh, fuck it. Was soll ich denn jetzt machen, bitte? So sieht's nämlich aus. Ast rein. Dann nehme ich das Auto, das da vorne steht, das hier zu stehen hat. Mal quick an mich. So. Dann aus dem grauen Kreis hier raus. Dann kommen sie aus dem Umfeld des Motels. Ja, aber gerne doch. Ich nehme alles mit, was hergeht.